kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Age of Mythology. Wir machen weiter mit Mission 3. Alkantos bei den Göttern. Mutter Atlantis schickt ihren besten Admiral, um für mich zu kämpfen. Gütige Worte, König Agamemnon. Und wen haben wir hier? Ajax, welche Überraschung, euch so wohlbehalten hier zu sehen. Diese trojanischen Hunde versuchen es immer wieder, mein Freund. Gut, euch wiederzusehen. Warum so fern der Heimat? Nun, irgendjemand musste euch ja helfen, dies hier zu beenden. Sie halten Helena hinter ihren Mauern gefangen und wir konnten bis jetzt nicht durchbrechen. Das wird sich bald ändern. Ihr kommt gerade rechtzeitig zu unserer Schlussoffensive, Alkantos. Lasst eure Leute an Land gehen und ein Lager im Osten aufschlagen. Aber seid auf der Hut, es gibt dort trojanische Späher. Danach beginnen wir mit den Vorbereitungen für den Angriff. Ja, nice, dann legen wir mal los. Esto. Ne. Hetimos. Pani. Pani. Schiff gehört mir, okay. Prozesse. Carlos. Los, macht sie fertig. Alter, jetzt habe ich auch Ajax dabei. Ajax ist ein richtig krasser Typ. Kann die Gegner auch so wegschmeißen. Ist schon mal richtig geil. So, Freunde, baut mal ein Dorfzentrum. Wir erkunden mal direkt hier ein bisschen die Gegend. Esto. Gibt's überhaupt Wildtiere? Oh, das sind ja noch mehr. Ja, das ist so cool, dass Ajax die auch so wegschmeißen kann. So. Ja, und die sammeln da schon ein paar Hühner. Diese Schiffe kommen aus den trojanischen Häfen. Esto. Von diesen Häfen aus wird die Stadt versorgt. Wir müssen sie zerstören. Ja, schrei doch nicht so rum. Beruhigen Sie sich. Oh, da ist ein Bär. Läuft ein Bär nicht an? Besser Typ. So, ich sollte das Schiff, glaube ich, fertig machen und dann hier einen Turm hinbauen. Das wäre schon nicht verkehrt. Und ich sollte auf jeden Fall ein paar Dorfbewohner bauen. Muss auch erstmal aufsteigen, ne? Prosiche. Bau mal so einen Tempel hier hin. Esto. So, ich weiß nicht, von wo die angreifen, wenn sie angreifen, aber ich schätze mal. Von hier. Ne. Fritomus. Leje. So, und hier könnte man das hier bauen. So, Ajax, du gehst mal ein bisschen erkunden hier noch. Hast noch eine Goldmine, gut. So. Ja, letztes Mal hatten wir Ares, dann nehmen wir diesmal Hermes. Ganz paar. Jetzt kann ich auch jetzt schon einen Stall bauen. Etimos, malesta, vulume. Etimos. Esto, ne. So, Akantos, was ist denn hier oben? Esto, vulume. Vulume. Oh, der Hafen ist ja gar nicht so weit weg. Vulume. Malesta. Ne. Malesta. Da ist noch mehr Gold. Ne. Ne. Auch mal hier hinkommen. Ihr könnt euch auch hier noch so ein Ding bauen. Etimos. Ne. So, Hermes, mach mal schneller hier. Prosiche. Auf jeden Fall will ich
Vulome. Aber Bogenschützen haben und einen Stall können wir diesmal auch bauen. Leje. Malista. Prostagma. So, wie wäre es eigentlich noch mit... Also ich brauche auf jeden Fall ein paar Dorfbewohner mehr noch. Bauen wir erstmal. Und ich will natürlich auch einen Hafen. Vulome. Und den will ich auch einen Turm. Ne. Neben meinem Hafen. Der ist sogar noch wichtiger. So, Waffenstillstand ist auch ein guter Zauber, falls die mal einen größeren Angriff machen und ich bin nicht bereit. Können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Prostagma. Thireftis. So, was kostet hier das Upgrade? 200 Holz. Brauche auf jeden Fall auch mehr Holz. Prostagma. Brauche alles mehr. Kosten auch Holz. Also ich brauche relativ viel Holz. Leje. Vielleicht gehe ich hier auch schon mal Holz sammeln. Leje. Da sind auch Viecher. Hier könnte ich mir auch noch ein zweites Dorfzentrum bauen. Was Gutes. Was kostet das? 300 Holz. Junge, Junge, Junge. Aber auch ganz schön viel Holz. Oh, shit. Da verzieh dich schon mal da. Könnte ich mir auch noch bauen. Prostagma. Malista. Ich mach mir mal ein paar von denen. Prosseche. Wir machen uns auch noch ein paar Häuser. Malista. Ne, ne. Ich will dieses Upgrade haben hier. Diesen Hippocampus bekomme ich anscheinend einfach immer wieder, ne? Prostagma. Esto. Lege, Orthos. Prosseche, Thireftis. Das ist auch noch genug Wild. Ich kann auch die Bären hier jagen. So, wie sieht's denn hier am Hafen aus? Also dieser ist ja anscheinend nicht so krass geschützt. Da oben ist Troja. Prostagma, ne. Verbessere die Boys auch schon mal hier. Prostagma. Prostagma, vulome. Ne, malista. Vulome. Oh shit, die greifen hier unten an. Ist machen. Hätte Vulome. Panik. Junge, wie der weggekickt wurde. Prostagma, ne. Also mein Turm haben sie fast kaputt gemacht, ne. Prostagma, ne. Erst. Prostagma. Thireftis. Oh shit, das sind ja noch mehr. Ich wollte es machen. Prostagma. Lauf. Malista. Achso. Etimus. War dumm. Ich mache. Oh ne, komm mal ran hier. Ich wollte. Ich brauche unbedingt mehr Leute. Aber wenn die mit Pferden angreifen, dann brauche ich auch ein paar Hobliten. Sonst habe ich ein Problem. Welche?
Carlos! Lege. Volume. Lege. Ne. Ne. Lege. Freunde, wir brauchen auch eine Akademie. Volume. Volume. Prostagma. So, was mache ich mit euch? Ihr könnt noch ein paar Ziegen sammeln, aber ansonsten müssen wir auch Felder bauen, ne? Malista, ne, malista, esto, ne, ne, malista, ne, volume. Zwar nicht ganz schön, aber selten. Lege, proceche, volume, esto, lege. Ich brauche hier vielleicht einfach eine Mauer. Dann können sie da schon mal nicht lang. Beziehungsweise müssen erstmal die Mauer überwinden. Lege. Und hier. Wäre zumindest schön, wenn hier eine Mauer wäre. Und könnte hier nur da oben rein. So, was brauche ich fürs Upgrade? Eine Waffenkammer. Ja, ich bin hier auch ein bisschen raus, ne? Ich muss mir gerade bei den ersten Missionen ein bisschen Zeit nehmen. Gucken, wie das nochmal ging, was man hier braucht für die Upgrades. Für das nächste Zeitalter immer. Ob das lerne ich mal direkt. So, und ich könnte auf jeden Fall das hier lernen. Das, glaube ich, lohnt sich jetzt nicht wirklich. Ich habe ja nicht so viele. Ich stelle mal meine Reiter da oben hin, falls sie von da angreifen. Dann werden die zumindest ein bisschen aufgehalten. Unbedingt mehr Dorfbewohner. Prosiche. Ich glaube, hier mache ich auch eine Mauer hin. Prostagma. Volume. Esto. So, Fräulein. Metalefs. Etem. Volume. Prosiche. Wir haben hier gar nicht so viel Platz. Malista. Esto. Malista. Volume. Mir fehlt eindeutig der Platz. Esto. Porthos. Ja, da sind sie. Prostagma. Problem ist, hier sind die Hippigons einfach nur schwach. Freunde, ihr auch bitte. Ja, da haben meine Hippigons hier keine Chance. So, gute Arbeit, Kinders. Prosiche. Auch auf jeden Fall da meine Mauer fertig. Prostagma. Du baust mir jetzt bitte hier noch eine Waffenkammer. Auch mehr Leute, die Nahrung sammeln. Malista. Esto. Lege. Malista. Lege. So, Gold ist ja hier noch genug. 500 Gold brauche ich. Ich brauche unbedingt auch mehr Leute, die Gold sammeln. Ja, diese Upgrades sind gut, aber die sind erstmal nicht so wichtig. Das könnte man lernen. Lege, volume, metalefs. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal ins nächste Zeitalter. Wäre schon mal nicht schlecht. Prostagma. Prostagma. Was habt ihr denn gemacht? Nahrung gesammelt auch? Da brauche ich erst das nächste Zeitalter, ne?
Έστω. Μάλιστα, μάλιστα. Έστω, έστω. Έστω. Ja, ich glaube, wenn ich da ein paar Missionen gemacht habe, dann bin ich auch wieder mehr drin und dann wird das auch alles ein bisschen besser laufen hier bei mir. Aber aktuell bin ich einfach noch gar nicht das Ganze gewohnt hier. Hier arbeiten ja gar nicht an vielen Feldern welche. Prostagma, esto. Fritomos. Fritomos. Mach mal schneller hier, Fritomos. Warum baue ich eigentlich keine Fischerboote? Zumindest vier kann ich doch hier hinstellen. Oder nee, drei. Besser als nichts. So. Mach mal eine Nahrung her. Komm. Wir haben einmal Dionysus und Aphrodite. Der hat hier die Skylla, das ist eine mythische Einheit im Wasser. Also wir wollen doch Häfen kaputt machen, besser geht's doch gar nicht. Esto. Mal está. Achso, diesen Turm hat keiner repariert. Mal está. Hätte man mal auch machen können, ne? Ja, ich glaube, jetzt bin ich erstmal safe. Und wir bauen uns mal einen Pegasus, auch Spaß. Der Pegasus hier mal ein bisschen erkunden. Bauen wir uns gleich mehrere davon, weißt du was? Ich baue mir einfach ganz viele von denen und greife damit den Hafen an. Viel geiler. Junge, die bauen ja übelst schnell. Wieso bildet denn der Hafen so verdammt schnell aus? Oh shit, das sind ja 1000 Türme. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Viecher jemand aufhalten können. Attacke. Und dieser Bronzezauber, der ist ja auch gut. Hm? Stärkt die Haut der Soldaten. Oh shit, animalischer Löwe. Haltet ihn auf! Wieso läuft er da rein? Sollten sie aber hinbekommen, ne? Ich würde auch meine Einheiten verbessern, fällt mir gerade auf. Ah, die kriegen das ja schon hin. Ich glaube, ein paar Dorfbewohner sind schon verreckt, aber egal. So, das vierte Zeitalter kann ich hier nicht, ne? Nee. Ah, ich denke, ich bleibe einfach bei Toxoten. Machen wir uns mehr Toxoten und die kosten ja nicht so viel Gold. Und davon viele. Leje. Ich hab einfach zu wenig Gold. Ich habe auch sehr viele Leute, die Nahrung sammeln. Ist ja auch wichtig. Guck mal, einer von denen hat schon zwei Köpfe bekommen. Nice. Dann machen die mehr Schaden. Ich muss ja nur die Häfen zerstören, ne? So. Let's go. Ha!
Gut gemacht. Jetzt, wo die trojanischen Häfen zerstört sind, kann Agamemnons Armee landen. Ach was. Als ob wir eine Armee bekommen. Ja, los. Krass. Russische. Izvoli. Perfektes Zeit. Perfektes Timing. So, Kumpels, baut man das hier und dann geht ihr wieder zurück an die Arbeit. Könnt ihr auch angreifen. Sag mal, lässt du bitte meine Mauer in Ruhe? Und ich habe hier keine Riesenarmee. Diese Skillers, die sind einfach viel zu krass. Gewusst, dass wir eine Armee bekommen. Wäre ich direkt auf den Hafen gegangen. So, Freunde. Du bist ein bisschen verletzt. Du hast auch schon am meisten gekillt. Du hast die meisten Köpfe. Was haben wir denn hier? Silberkolosse. Was ist Boys? Mach ich mir am besten noch ein paar Helden. Aber ich kann ja keine Leute machen. Ich glaube, wir haben gewonnen, ne? Ja, gut. War jetzt mal gar nicht so schwer eigentlich. Da habe ich mir am Anfang eigentlich viel zu viel Zeit gelassen. Hätte ich gewusst, dass ich so eine Armee bekomme, ne, wäre ich direkt auf den Hafen gegangen. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit Mission 4, ein schöner Plan. Die Griechen und ihre Verbündeten aus Atlantis treffen ihre Vorbereitungen für den Sturm auf Trojas Haupttor. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Was? Du hast das Video nicht geliked?